Hallo Welt, da sind wir wieder und weiter geht's. Die Spinnenjagdsaison ist noch nicht vorbei. That tastes really good. Ja, wir werden noch eine Kleinigkeit essen und... Aber warum haben wir so wenig Pfeile? Wir haben 20 Pfeile verloren. 18 Pfeile irgendwo. Can't waste food. Can't waste food. Can't waste food. So. Ach, hier haben wir doch was zu essen. Einen Madenbraten. Jetzt sind wir aber... Boah, richtig voll, hä? Ausrüsten. Uns geht es ja weniger um die Radnetzspinnen, als vielmehr um die heftigen Spinnen, die großen Wolfsspinnen. Nur die Radnetzspinnen sind auch nicht gerade klein, außer die Babyspinnen vielleicht. Na schön, die Wolfsspinnen haben wir schon mal hier rausgetrieben, glaube ich, so halbwegs. Ob es an der Palette liegt, die jetzt da drin ist, ja, ich kann es mir fast vorstellen. Oder ob es an den Lichtern liegt, da hoffe ich ja nicht, dass es daran liegt. Einmal lauschen, ob wir hier was schnarchen hören. Ich höre nichts. Also die nehmen wir auch mit, wenn wir können. Die Radnetzspinne, aber darum geht es uns eigentlich ja nicht. Aber Übung macht den Meister. Außerdem sollen wir für Burgle sowieso ein paar davon erledigen. Aber wo ist sie jetzt hin? Oh gut, mit der Sonne jetzt, das passt gerade. Thank you.
Juhu! Ich freue mich immer über solche Sachen. Wenn wir sowas schaffen. Och, da bekommen wir gar nichts raus. Ja, dann lassen wir das auch. Vielleicht nehmen wir dafür lieber eine andere Axt. Oh, was haben wir denn hier? Baumwanzensack. Ach so. Das ist ja schön. Oh, das finde ich jetzt aber gut. Hier dürfen wir nichts bauen, damit die Spinne immer wieder kommt und da immer wieder was hinpackt. Naja, Eier, ihre Eier dort legt. Das ist glatt hier, die Wurzel, die ist ganz glatt. Da kommen wir nirgends hoch. Ja, hier brauchen wir gar nicht zu versuchen, die Netze rauszunehmen. Das finde ich auch schade, dass man aus diesen Netzen eben keine bekommt, keine Spinnenweben. Ja, auch noch was. Ja, da frage ich mich doch gleich, ob wir mittlerweile auch vielleicht einen Moskito schon schaffen. Oh nein. Ja, nun, wenn wir alle unsere Pfeile verschießen wollen, dann vielleicht ja, aber... Nee, so schaffen wir den nicht. Oh, komm, wir befreien dich. Oh, hoppla. Tut mir leid. Ja, ja. Wie, noch eine Runde drehen? Nein, oder? Nein, 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 nein. Wenn wir jetzt kein Gift haben, und das haben wir nicht, nee. Irgendwann ist Schluss, wir sind jetzt hier lange genug. Wir haben noch andere Pläne. Aha. Eine ist da. Eine ist da. Das reicht ja auch schon.
wenigstens eine ist da jetzt. Wir haben ja nur ganz fix mal reingeguckt. Wir haben ja nicht so richtig um die Ecke geguckt oder so. Es kann ja sein, dass da auch noch eine ist, irgendwo. Ja, das würde ich schon ganz gerne alles behalten, mitnehmen. Ja, und vielleicht kommt da hier sogar noch ein bisschen dazu. Gut, halbwegs. Aber dann will ich doch alles mitnehmen. Was geht? Aha. Und es geht sogar noch ein bisschen was. Das ist aber wieder schön. Ja, aber werf das doch nicht gleich weg. Du brauchst es doch noch. Warum wirfst du das denn weg? Hey, bist du bescheuert? Das gehört uns. Oh. Alles voll? Gut. Keine Madenhaut und so? Ach so, ja, unser Werkzeug möchte mal repariert werden. Jetzt haben wir die guten Bombardierkäfer-Teile hier für die Insektenaxt ausgegeben. Aber anders bekommen wir sie, glaube ich, auch nicht repariert im Moment. So, ab an die Spinne jetzt. Sounds like it's all clogged up. Das war jetzt sehr überflüssig. Sehr, sehr überflüssig. Ach Gott, die Spinne jetzt.
Oh, da sind zwei. Das gibt sogar drei. Ach was, wir haben doch Giftresistenz. Also stechen lassen dürfen wir uns immer noch nicht von ihr. Oder beißen? Ja, beißen wohl eher. Looks like everything's still here. Das finde ich gut. Boah, wie viele hier jetzt auf einmal rumrennen. Da hinten war ja noch einer.
Wird ein bisschen knapp jetzt mit den Pfeilen. Aber wenn wir gut treffen, könnte das klappen. Wir hatten 30 Pfeile, oder? Wir haben sie jetzt zur Hälfte, über die Hälfte schon runter. Aber knapp, knapp, knapp. Giftresistenz 2, das gefällt mir. Und ordentlich Gift war da diesmal dabei. Ich möchte jetzt wissen, ob das funktioniert weiterhin. Ja, wenn die zweimal jetzt hintereinander da stecken geblieben sind, warum sollten sie nicht ein drittes Mal auch dort stecken bleiben? Es ist zu glatt. Auf manchen Oberflächen können auch Spinnen nicht krabbeln. If I lost this. Uh-oh. Was ist das denn? Oh, das ist ja blöd. Aber die macht nichts kaputt, scheinbar. Oh, wie aber? Ist das jetzt schneller auch als vorher? Kann das sein? Kommt mir bald so vor. Nein, wohl doch nicht, oder?
schon wieder Spinnengift. Wie schön. Trotzdem ist sie kaputt gegangen. Unsere Wasseraufbewahrung. Und uns fehlen ja doch 20 Pfeile. Das ist gut. Die bleibt, die kommt erst gar nicht raus. Die weiß schon, was ihr blüht und die ist schlau. Da bleibt sie lieber da drin. Du bist im Weg. Dum di dum di dum, dim di dum di dum, di dum di dum di dum di dum, dum di dum di dum. Der kommt doch da nie wieder raus. Marienkäfer und Wolfsspinne machen also gemeinsame Sache. Sauer, aber das kann ich verstehen. Alle wollen sie die Wolfsspinne jetzt beschützen. Warum denn nur? Ist das die letzte? Ist das eine Heilige? Die heilige Wolfsspinne. Das Fieseste vereint in einem Tier. Das Fieseste von Wolf und Spinne. Echt? Haben wir ihn erwischt? Und du renn uns nicht immer da im Wege herum. Oh, hoppla. Der ist sauer. Wolfsspinne. Oh, oh, eine goldene Karte. Soll das denn etwa bedeuten? Soll das etwa bedeuten, dass beim nächsten Angriff, wenn die Tiere genervt sind, dass das dann Wolfsspinnen sein werden, die uns angreifen? Zehn Pfeile. Ach, unser Inventar ist voll. Hm.
Jetzt drehen wir durch. Gibt uns eine richtige Waffe und wir metzeln alles nieder. Das geht schon. Oh! Naja, und Platz im Inventar zum Einsammeln, sonst macht es ja auch keinen Sinn. Fusselkäfer. Ah, das können wir nachher sortieren. Das ist schon okay so. Wir holen noch fix die Sachen ab, aber sind... Wir sind schon am Ende. Wow. Ist das cool jetzt. Wir schaffen sogar so ein Glühwürmchen jetzt. Fast ohne Probleme. Eine Blattlaus schaffen wir auch. Immer schön sparsam mit den Pfeilen umgehen. Ansonsten müssen wir so schnell wieder los. Und Milbenpelze holen und so. Distelnadeln sind ja nicht das große Problem, aber... Die muss man dann ja auch haben. Ich hoffe mal, dass wir nichts übersehen haben. Total gut. Naja, nicht für den armen Leuchtkäfer, aber für das Glühwürmchen. Aber für uns dafür. Dafür müssten wir so langsam auch einen Bonus bekommen. Oh, Spinnenweben fehlen. Spinnenzeugs. Gut. Hydration is the key to performance. Yeah.
Ja, damit bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.